Kutan Immobilien, meine Nummer 1. Ihr Makler in der Metropolregion. Kutan Immobilien. Der Kreiswohnungsverband des Rhein-Pfalz-Kreises stellte am Mittwoch, den 7. Juli, im Beisein von Landrat Clemens Körner, Geschäftsführer des Kreiswohnungsverbands, Volker Schindler, Ilona Volk, Bürgermeisterin von Schifferstadt, Bürgermeister von Nürnberger Hof Andreas Ponje sowie Vertretern der Stadtwerke Schifferstadt das Energiesparkonzept und die Wärmeversorgung für 2 Mehrfamilienhäuser mit je 12 Wohneinheiten vor. Wir versorgen diese Wohnungen mit Heizenergie durch Geothermie und zusätzlich wird diese Geothermieanlage durch integrierte PV-Anlage unterstützt, die den Strom liefert, sodass insgesamt eine hohe Energieeffizienz entsteht. Zusätzlich befinden sich auf den Dachflächen Mieterstromanlage, die mit einem Wärmespeicher versehen ist, die wiederum den Mietern ermöglicht, günstigen Strom zu beziehen. Als letzte Komponente planen wir hier auch entsprechende Aufladestationen für E-Fahrzeuge, sodass der Solar- und Mieterstrom dann für die Fahrzeuge genutzt werden kann. Obwohl es sich bei dem Projekt um öffentlich geförderten Wohnbau handelt, schafften es die Mitwirkenden, darunter auch die Stadtwerke Schifferstadt, die unter anderem für die Wärmeversorgung verantwortlich zeichnen, den Beweis, dass sich geförderter Wohnungsbau und energetisches Bauen nicht ausschließen. Ein großer Vorteil ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Wir sind ja, was die Wirtschaftlichkeit angeht, immer noch dem sozialen Wohnungsbau verpflichtet und niedrigen Mieten und bezahlbaren Mieten für unsere Mieter. Hier wird allerdings eine CO2-Reduzierung von 96% erreicht gegenüber einer herkömmlichen fossilen Verbrennungsanlage. Das heißt, wir sparen hier deutlich CO2 und natürlich Endenergie ein, auch fossile Energie ein. Das ist der Vorteil dieser Anlage. Mit diesem Projekt setzt der Rhein-Pfalz-Kreis in jeglicher Hinsicht ein klares Statement im zukunftsorientierten, öffentlich geförderten Wohnungsbau, auch bezugnehmend auf rollstuhlgerechtes und barrierefreies Wohnen. Abschließend Volker Spindler zum Spagat zwischen gefördertem Wohnungsbau und energetischem Bauen. Man denkt im ersten Anlauf, so war es bei uns auch, dass regenerative Energie teuer ist. Das muss nicht der Fall sein, weil sie nachhaltig ist. Und gerade durch den Effekt CO2-Steuer wird sie in den nächsten Jahren auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Wir können hier den Mietern einen sehr günstigen Preis bieten, der dann auch durch das Contracting und die vorhandene Anlage und die hohe Ausbeute dann auf Dauer auch gleich bleiben wird.